Heute ist das Motocross-Finale der österreichischen Staatsmeisterschaft in Großhöflein. Wie man sieht, ist das eine perfekte Kulisse, die Wetter passt, es sind extrem schnelle Läufe, die da heute gefahren werden. Ich glaube, die österreichische Motocross-Staatsmeisterschaft hat sich da sehr gut entwickelt. Das hat man gesehen, was heuer bei der Nationengroß in Deutschland, dass die Österreicher da einen 12. Platz herausgefahren haben unter 40 Teams, das ist wirklich eine super Leistung ist. Und ich glaube, das ist auch damit der Grund, weil wir in Österreich extrem gute Hobby-Szene haben, die das Ganze wieder aufbaut. Fahrerlager, zweite Lauf des ANA Super Cross Cup. Wie ist der gegangen? Ja, Start eigentlich gut erwischt gehabt, mit ziemlich im Mittelfeld rausgekommen aus der Startorte. Eigentlich erste Kurve danach im Mittelfeld abgeschlossen. Dann mehr nach vorne gekämpft, Rundzeiten von den Vorderen mitfahren können. Dann bis zum 5. Platz eigentlich vorne nach vorne gefahren. Dann leider durch ein Missgeschick zu Sturz gekommen, 2 Runden vor Schluss. Trotzdem fertig gefahren, 14. Platz, man mit erster Lauf, 12. Platz, zweiter Lauf, 14. Platz, positiv Resümee, keine Verletzungen, kann man mit einem positiven Gedanken abschließen das Wochenende. Für die nächste Saison natürlich für einige mitnehmen. Genau, richtig. Du fährst ja für den SV Schwannestadt und für Ernst Helten, der sitzt gleich neben dir. Ja, wir machen jetzt schon seit 28 Jahren einen Hobby Cup, den Oberösterreich Cup. Und ich glaube, dass es eine ganz gute Basis ist, wie man sieht. Es sind die Staatsmeister der letzten Jahre eigentlich ein Großteil aus dem Oberösterreich Cup gekommen. Also speziell die Oberösterreicher sind da alle mitgefahren. Ob das jetzt der Schmiedinger Günther war oder der Obermeier Manuel und genug andere auch. Oder Brammer Michael, Brammer Lukas, der jetzt Doppelstaatsmeisterschaft in der Jugend ist. Auch der MX3-Weltmeister Matthias Waldner hat seine ersten Gehversuche bei uns gemacht. Und an dem sieht man, glaube ich, dass das ganz eine gute Basis ist für die Jungen, für den Einstieg und damit die dann weiter in der Staatsmeisterschaft und auch, wie man jetzt sehen hat, zum Teil internationalen Erfolg haben.